Hallo, herzlich willkommen zu meiner Freundin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. Heute draußen in der Natur hinter mir das gute Feld von meinem guten Freund, dem Urproduzenten. Und ich möchte euch zum ersten Mal ein Wildkraut vorstellen, und zwar die Vogelmiere, die es ganzjährig zu finden gibt. Die Vogelmiere, auch Hühnerdarm oder Vogelkraut bekannt bzw. genannt, weil sie bei den Vögeln sehr beliebt ist, gehört zu den Nelkengewächsen und ist überwiegend in Nordeuropa bzw. in der nördlichen Hemisphäre anzutreffen. Sie gedeiht auf stickstoffreichen, nährstoffreichen und ungedüngten Boden am besten bzw. auch dort anzutreffen, und aufgrund ihres flachen und ausgiebigen Wuchses schützt sie auch den Boden vor Erosionen. Kommen wir zu den Nährstoffen, die die Vogelmiere aufweist. Die Vogelmiere hat 7-mal mehr Eisen, 2-8-mal mehr Vitamin C und Beta-Carotin sowie 3-mal mehr Magnesium und Kalium als ein gewöhnlicher Kopfsalat, sowie viele verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel die schleimlösenden Saponien, die entzündungshemmenden, astringierenden und antibakteriellen Gerbstoffen sowie Flavonoide. Das sind Polyphenole, die in den Randschichten von vielen verschiedenen Früchten und Pflanzenzellen anzutreffen sind, und die dienen unter anderem als natürlicher UV-Schutz von der Sonne. Zum Beispiel Anthocyane gehören dazu. Die sind unter anderem dafür verantwortlich für die rot-blaue oder blau-schwarze Färbung von Brombeeren, aber die sind auch in den Blättern von Rote Beete anzutreffen, Kakao oder von Rotkohl. In der Heilkunde wird die Vogelmiere für viele verschiedene Leiden verwendet. Zum Beispiel in der Kräuterlehre von Sebastian Kneipp wurde die Vogelmiere auch gegen Hämorrhoiden und andere Hautprobleme verwendet. Außerdem hilft die Vogelmiere auch gegen Darmbeschwerden und wie gesagt ist sie auch schleimlösend. Genau, dann komme ich noch zu den Merkmalen, und da schalte ich jetzt einfach zu einem Exemplar und erkläre euch, wo wir die Vogelmiere identifizieren könnt. Okay, hier haben wir ein Exemplar von der Vogelmiere. Die Stängel kann ca. 40 cm lang werden und die Blätter, wie ihr hier sehen könnt, sind eiförmig und laufen spitz zu, so wie dass die Blätter immer in zwei gegenüberliegenden Paaren vorliegen, und die Länge der Blätter ist ungefähr 5 bis 20 cm. Wie ihr hier auch vorne sehen könnt, dass einige Vogelmiere-Blätter schon blüten. Das sind, die besteht aus 5 weißen Kornblätter, die zweigeteilt sind, und es schaut dann so aus, als ob das 10 Blüten sind. Was ich auch noch vorhin vergessen habe, ist, dass die Vogelmiere auch Gamma-Linolensäure aufweist, also eine Omega-6-Fettsäure sowie Selen, aber das hängt natürlich auch von der Bodenqualität ab. Wenn ihr Vogelmiere anbauen wollt, dann ist es das Optimum, sie in einem halbschattigen Ort anzubauen, sowie auf einem nährstoffreichen und lehmigen Boden, wie ich halt vorhin erwähnt habe. Und die Vogelmiere ist ein Dunkelkeimer, das heißt, sie sollte halt, wenn ihr die Samen sammelt, sollte die halt so circa 1 bis 2 cm eine Bodenschicht drüber legen und sie den Boden auch feucht halten. Die Vogelmiere tut auch 3 bis 5 Tage Trockenperioden überstehen, das verträgt sie. Und das Gute ist halt, warum man sie auch im Winter auffinden kann, ist, dass sie auch minimale Frosttemperaturen überstehen kann und auch unter kleinen Schneedecken weiter keimt. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit, und ich hoffe, ich konnte euch die Vogelmiere vorstellen und ihr konntet etwas dazulernen und etwas für eure Gesundheit beitragen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.